Ich grüße euch und begrüße euch heute aus Bern. Ich bin der Hess Motorrad und da drinnen erwartet mich ein sehr spannendes Fahrzeug. Aber davor schauen wir uns den Showroom an. Kommt mit, wird leiwand. Mein Objekt der Begierde, der Ray 7.7, kommt von einer spanischen Firma, gegründet in 2019, und der ist jetzt gerade am Durchstarten, auch hier am Schweizer Markt, und deshalb bin ich heute hergekommen. Ich will ihn Probe fahren und vor allem will ich wissen, wie schafft so ein kompakter Elektroroller in so einen mächtigen Showroom voller Indians, voller KTMs? Das muss ich einfach wissen, und dazu hole ich mir jetzt den Michel Moser, den Geschäftsführer, vor die Kamera. Danke Michel, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ich habe schon angeschnitten, wir sind schon jetzt hier bei dir im Showroom. Hier stehen natürlich auch Zero-Motorräder, elektrische Motorräder, aber dass hier drüben Indians stehen. Du hast ja KTM-Rennmotorräder stehen. Wie kommt es, dass du dir jetzt einen kompakten Elektroroller dazu geholt hast ins Programm? Ja, zuerst mal hallo zusammen. Für uns ist es immer wichtig, dass wir alle Bedürfnisse der Kunden gut abdecken können. Und wir haben einfach gemerkt, dass gerade in der urbanen Mobilität, dass wir dort unglaublich viel Potenzial haben. Gerade wir in Bern, wo ja eigentlich eine grüne Stadt sein möchte. Und aufgrund dessen haben wir dann gesagt, wir müssen ein tolles Produkt haben, was zu uns passt und wo auch zu unseren Interessenten und Kunden dann passen könnte. Ja, genau. Und wie ist das Interesse so in dieser grünen Stadt Bern? Hast du da schon ein paar Roller absetzen können? Ja, wir haben jetzt 15 Stück, durften wir schon verkaufen. 12 davon sind schon auf der Straße. Einer wird kommenden Samstag ausgeliefert und 2 sind schon für nächstes Jahr. Okay. Und ich bin Ihnen ja noch nicht gefahren, das folgt jetzt gleich, aber ich will noch wissen, wieso hast du dich genau für den Ray entschieden? Es gibt ja so viele Elektroroller, die schießen ja die Marken gerade aus dem Boden raus. Wieso genau der Ray? Der Ray 7.7 ist für uns, erstens ist das europäisch, es ist nicht weit, wenn etwas ist, ich bin in 2 Stunden bin ich in Barcelona. Der zweite Grund ist die Qualität. Wir konnten den Hersteller 2-mal besuchen und ich war sehr erstaunt und sehr überrascht, eigentlich, wie die dort arbeiten, qualitativ. Es ist ein sehr, sehr tolles Team. Und als ich ihn dann fahren durfte, dann war für mich alles klar. Okay, gut. Ich meine, jetzt will ich mich auch überzeugen. Ich habe gesehen, ihr habt schon 2 rausgestellt, mit denen werden wir jetzt gleich ausfahren. Ich muss mich doch umziehen, also ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder draußen auf der Straße mit dem Ray 7.7. Startschwierigkeiten, aber was sagt ihr? Schon geil, oder? Ja, mein Tag mit dem Ray 7.7 ist vorbei. Ich war heute den Tag mit Michel unterwegs und jetzt haben wir uns einen würdigen Spot, würde ich sagen, ausgesucht, um dieses Elektrofahrzeug zu besprechen. Ja, der Ray 7.7, es steht ja schon im Namen, 7.7, das bedeutet die Akkukapazität von 7,7 Kilowattstunden.
Und das ist gleich mein erstes Thema, auf das ich sprechen will, denn ich finde, das macht diesen Roller aus. Die Akkukapazität ist nämlich echt gewaltig. Wenn man sich diese Klasse anschaut, andere Elektrofahrzeuge, BMW CE04, der hat ein bisschen mehr mit 8,9 Kilowattstunden und darunter der Seat Mo mit 5,8, denke ich, waren es. Also man merkt, der Ray 7.7, was Akkukapazität und letzten Endes auch Reichweite angeht, das ist schon gewaltig. Aber da will ich mal kurz darauf zu sprechen kommen, wie das hier alles untergebracht ist. Hier unterm Heck ist der bürstenlose Elektromotor. Der hat eine Nennleistung von 14 PS und eine Maximalleistung von 23 PS, sprich man darf ihn mit dem A1-Führerschein fahren, den Ray 7.7. Und gleich hier unten, falls ihr euch wundert, was das ist beidseitig, das ist der Akku. Auf beiden Seiten ist er montiert über der Schwinge und das hat einen großen Vorteil, nämlich den Schwerpunkt. Alles Gewicht ist hier unten und das macht sich wirklich dann auf die Fahrdynamik bemerkbar. Darauf will ich dann auch später zu sprechen kommen. Reden wir noch kurz so über den Ray. Wir haben hier drei Fahrmodi an Bord: City, Sport und Flow. Im City-Modus haben wir eine mittlere Leistung und mittlere Rekuperation. Im Sport-Modus haben wir volle Leistung, volle Rekuperation. Und wie es der Name Flow schon sagt, hier will man gleiten. Hier haben wir gar keine Rekuperation. Das heißt, falls man bergauf fährt und man braucht nicht unbedingt die Rekuperation, weil sowieso die Schwerkraft einbremst, kann man hier auf Flow schalten. Was wir auch haben, sehr praktisch, man hat es gerade bemerkt, beim Aufbocken ist es praktisch einen Retourgang. Da haben wir links einen Schalter und dann mit dem Gasgriff bedient man ihn, dass man ihm rückwärts fährt. Normalerweise schaut das Aufbocken elegant aus jetzt gerade. Jetzt haben wir uns gerade den Spot hier mit dem Schotter ausgesucht, das war jetzt nicht so toll. Aber im Endeffekt ist es sehr clever gelöst, denn durch den Akku hier hinten haben wir das Gewicht eher im Heck, sprich man hat den Hauptständer eher weiter vorne montiert, damit man dann im Sitzen gleich den Hauptständer auf den Boden gibt und dann mit dem Retourgang nach oben rollt. Wie man sieht, bedeutet das, das Vorderrad schwebt dann nämlich, anders als bei anderen Fahrzeugen dieser Klasse, wo das Hinterrad aufgebockt wird. Das heißt, wenn ich losfahren möchte, ich werde es jetzt nicht demonstrieren, weil sonst kriege ich ihn nicht wieder rauf am Schotter, brauche ich mich einfach draufsetzen, ich gehe ins Gas und mir hüpft der Ray gleich wieder runter auf die Räder. Ansonsten haben wir hier ein klassisches Elektrofahrzeugkonzept in dieser Klasse. Wenn ich hier drücke, öffne ich den Sitz. Hier drunter finden wir das Ladekabel und finden wir auch Platz für einen Vollvisierhelm. Das heißt, im Alltag hat man da genügend Platz. Wobei man auch sagen muss, man kann sich auch ein Topgiss dazu bestellen, um noch mehr Stauraum zu finden. Was aber wirklich cool ist am Ray 7.7, das muss ich euch jetzt demonstrieren, ist die Sitzbank. Ihr seht, sie ist hier geteilt. Das hat einen Sinn, nämlich habe ich hier unten einen Griff und ich kann die Sitzbank verstellen. Welchen Roller habt ihr schon gesehen mit verstellbarer Sitzbank? Ich ehrlich gesagt noch keinen und damit erweitert man wirklich die Zielgruppe. Mir hat der Michel vorhin erzählt, sie hatten vor ein paar Wochen einen Kunden oder eine Kundin, die hat gemeint, boah, das kann ich verstellen, egal was er kostet, ich nehme ihn, weil jetzt kann ich endlich die Füße auf den Boden stellen. Also das ist schon ein sehr praktisches Feature, das man hier verbaut hat und vor allem ein Feature, das ich so noch nicht gesehen habe. Ansonsten vom Stauraum her haben wir hier links noch ein kleines Handschuhfach, das kann man sogar versperren und wir haben eine USB-Steckdose drin. Ich habe es vorhin probiert mit meinem Samsung S22 Ultra, also wirklich ein riesiges Handy. Das geht sich aus und das ist nämlich praktisch zu laden, wenn man unterwegs ist und sich mit dem Smartphone verbindet. Denn natürlich, wir haben 2022, da braucht man Connectivity, man braucht all diese Spielereien, die man eben heutzutage im Markt finden kann. Da kann man sich dann nämlich hier eine Turn-by-Turn-Navigation draufspielen lassen über die Ray-App. Das hat man vorhin gezeigt, der Michel, das geht sehr problemfrei, sehr schnell. Also wenn man dann navigieren möchte, braucht man sich nicht das Handy hier klobig montieren. Man kann es einfach laden, sich die Navigation aufs Display spielen lassen und eben gut ans Ziel finden. Will ich jetzt aber zu meinen Fahreindrücken kommen, weil ich habe vorhin schon gesagt, der Schwerpunkt, der ist sehr niedrig und das ist wirklich sehr spannend bei diesem Fahrzeug. Mir hat der Michel gesagt, bevor wir losgefahren sind, ja, er ist in der Stadt wirklich super, der Ray, aber du kannst dich auch mit dem mit 100 oder 90 in eine Kurve werfen und fühlst dich nicht unsicher. Da haben wir gedacht, na gut. Der Michel ist Händler, der wird natürlich den Roller oder dieses Fahrzeug nicht schlecht sprechen, aber wir fahren los. In der Stadt habe ich mir schon gedacht, okay, wirklich sehr stabil. Wir haben vorne 15 Zoll Rad, hinten 14 Zoll. Das heißt, es ist schon mal stabiler als andere Konzepte in dieser Klasse. Aber dann sind wir auf die Landstraße gekommen, wo wir jetzt auch die ganzen Aufnahmen für euch gemacht haben. Und ich muss sagen, ich bin überrascht.
Also ich bin so positiv überrascht von diesem Fahrzeug, dass ich echt lange überlegt habe, wie kann dieses Teil so satt auf der Straße liegen. Ich lege mich damit in eine Kurve und ich denke nicht dran, dass ich auf so einem Fahrzeug sitze. Ich denke, ich sitze auf wirklich einem sportiven Elektrofahrzeug, mit dem man wirklich auch Spaß haben kann. Alright. Natürlich muss man dazu sagen, wir haben Pirelli Angel Scooter Reifen drauf, also hochwertige Bereifung. Auch das Fahrwerk arbeitet sehr, sehr gut und vor allem auch auf einem höheren Level als andere Fahrwerke in dieser Klasse, denn es bietet einerseits Komfort in der Stadt, also die Schlaglöcher und so werden gut gefedert, aber gleichzeitig gibt es mir ein wirklich gutes Gefühl für das Vorderrad, was passiert in der Kurve, dass ich mich wirklich sicher fühle und auch wirklich traue, Gas zu geben. Wo ich dann noch sagen muss, stört es mich, wenn das Wetter gut ist, gar nicht mal so sehr, dass wir keine Traktionskontrolle haben, dass wir kein ABS haben, wir haben sozusagen nur ein CBS. Aber es ist alles sehr gut aufeinander abgestimmt und das will ich Ray wirklich gut halten, denn es ist eine junge Marke, 2019 gegründet und man hat eigentlich schon die Basics von so einem Fahrzeug, dass es gut fahren soll, eigentlich schon perfekt gelöst. Bremsen von Jay Juan habe ich schon gesagt, kein ABS, dafür aber CBS, funktioniert gut, auch in Kombination mit der Rekuperation hat man hier keine Probleme, man hat ein gutes Gefühl für die Bremsen, man kann sicher stoppen, es gibt mir ein wirklich gutes und sicheres Gefühl auf der Straße und ich muss sagen, Ray 7.7 hat mich auf der Landstraße mehr überzeugt, als ich es mir jemals gedacht hätte, dass in der Stadt gut funktioniert. Habe ich eigentlich nicht bezweifelt. Es ist ein Elektrofahrzeug in dieser Klasse, auch ein bisschen im höheren Preissegment. Da habe ich gewisse Erwartungen, die hat er erfüllt. Was kann man noch sagen? Es gibt mehrere Ausbaustufen. Es gibt Standard und es gibt Premium. Wo sind die Unterschiede? Standard hast du ein 1,8 Kilowatt Ladegerät fest verbaut und im Premium hast du dann 3,6 Kilowatt Ladegerät verbaut. Außerdem hier vorne, Oskar, wenn ich dich wieder zu mir bitten darf, haben wir dann in der Premium-Version hier den Typ 2 Stecker verbaut, während bei der Standard-Version sozusagen nur der Schuko-Stecker unter der Sitzbank ist. Hat natürlich die Vorteile, wenn man eine Wallbox zu Hause hat, kann man damit schneller laden. Man kann auch über die App und über das Display die Ladezeit und das Ladeziel angeben. Also alles, was man so braucht für den Elektroalltag, kann man sich hier einstellen. Reichweite liegt sogar bei ca. 150 Kilometer mit gemischtem Betrieb. Und er bringt eigentlich alles mit, was ich mir in dieser Elektromobilität in dieser Klasse wünsche. Vor allem muss ich sagen, ich muss nicht wirklich Abstriche machen, wenn ich mit ihm lebe. Natürlich im Vergleich zu anderen Fahrzeugen kann ich den Akku nicht ausbauen, der ist fest verbaut. Dafür habe ich aber den Vorteil von viel Reichweite und einem wirklich stabilen Fahrverhalten, das mir eben dieser tief verbaute Akku hier bietet. Ja, aber ich war ja nicht allein unterwegs, ich war ja mit Michel unterwegs, dem Geschäftsführer von der Hess Motorrad AG. Und ich glaube, der will noch einiges sagen, auch so was Zubehör angeht. Und während ich Michel reinhole, würde ich sagen, schaut euch noch ein paar Bilder an vom Ray, weil ich finde das Design wirklich gelungen, aber überzeugt euch selbst. Ja, Michel, also ich muss mich mal bedanken für die Tour, die du mir heute hier gezeigt hast, ja, rund um Bern. Ich will noch erwähnen, Hess Motorrad AG, ihr seid der Generalimporteur für die Schweiz von Ray und ihr seid doch wirklich Experten dran bei diesem Thema und ich muss auch sagen, du hast heute in der Früh gesagt, ja, ihr habt Ray genommen, weil euch das Konzept überzeugt hat und ich muss dir zustimmen. Ich bin jetzt schon einige Elektrofahrzeuge gefahren. Ich muss sagen, der Ray ist einer der Besten. Ja. Ungelogen, ich war wirklich überzeugt. Ansonsten, ihr habt ja noch einiges an Zubehör schon im Programm, beziehungsweise ihr wollt ja noch einiges hinzufügen. Ja, das ist für uns sehr wichtig, das Zubehör, den Ray 7.7, dass man den auch individualisieren kann. Weil ich denke, es ist ja nicht nur ein Nutzfahrzeug für den Alltag, es ist ja in der Preisklasse Mittel eher gehoben, sage ich jetzt. Und da sind auch Erwartungen da, dass wir das ein oder andere Gadget noch hinzufügen können. Wir haben jetzt hier bei unserem weißen Vorführfahrzeug haben wir bereits eine Kurzheck konstruiert, was wir in Kürze auch in Produktion geben.
Schaut im Übrigen sehr gut aus. Also ich bin dir immer nachgefahren. Ich war am Schwarzen, du am Weißen. Ich habe mir gedacht, das Heck, das ist schon sehr sexy. Ja, ja, auf gut Berndeutsch, es sieht einfach geiler aus. Ja. Ja. Stimmt, stimmt. Ja. Und ansonsten, glaube ich, habt ihr noch ein Windschild im Programm? Ja, es gibt nicht viele Zubehörteile. Ich finde einfach, es gibt die richtigen. Also wir haben ein Windschild-Kit. Das ist eine Windschutzscheibe, smoked, getönt. Mhm. Es gibt ein Topcase-Kit dazu, 33 Liter. Wir sind auch der Meinung, das ist ausbaubar mit einem 47 Liter Topcase zum Beispiel, je nach Bedürfnis des Kunden. Und die dann länger fahren, gibt es auch noch Griffheizung. Okay, Griffheizung, sehr praktisch. Aber ich finde, allein schon das kurze Heck, das macht schon sehr viel aus diesem Fahrzeug, weil wir haben vorne diese doppelte LED-Beleuchtung, hinten auch die kleinen roten LED-Leuchten. Lauflichtblinker bin ich immer ein sehr großer Fan, wenn das so progressiv blinkt. Es ist eine Spielerei, aber es ist cool. Es schaut auch wieder geil aus. Ganz eine wichtige Frage, Michel, bei solchen Fahrzeugen, wie sieht es da mit der Ladezeit aus? Weil wir haben ja Premium und wir haben Standard mit verschiedenen Ladegeräten, einmal 1,8 und das zweite war 3,3. Okay, dann will ich mich korrigieren. Ich habe vorhin gesagt 3,6, aber es sind 3,3 Kilowatt beim Schnellladegerät. Ja. Wo liegen wir da bei den Ladezeiten? Es kommt ganz darauf an, wie du den Ray lädst. Wenn du über die normale Haushaltsdose gehst, mit den 1,8, das sind umgerechnet etwa 9 Ampere, wenn du von 0 bis 100% laden musst, man hat ja immer eine Restkapazität, 15-20%. Man lädt ja auch nicht immer bis 100%. Manchmal reichen 60 oder 80%, je nach Reichweite, die man braucht. Aber wenn wir jetzt von 0 auf 100 gehen, hat er gute 4 Stunden. Und das reicht eigentlich über die Nacht, reicht das gut oder für die Hälfte, einfach die Hälfte. Und wenn jemand eine Wallbox hat zu Hause oder auch wenn man im öffentlichen Verkehr auch laden müsste mal, da ist eben die Wallbox gut dazu mit dem integrierten Typ 2. Mhm. Wenn man den ausrüstet mit dem 3,3 Kilowatt Ladegerät, da sind wir bei knapp 2 Stunden. Okay. Und wenn wir jetzt sagen, du hast noch 20% Restakku bis 80%, da bist du in 40 Minuten bist du auch dabei. Da musst du schon fast pressieren mit Mittagessen, oder? Das stimmt. Ja. Also die Ladezeiten auch sehr alltagstauglich. Wie eigentlich der ganze Ray, wir haben auch eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h. Das heißt, man kann Herstellerangaben, auch. Herstellerangaben, ja. Herstellerangaben, genau. Das heißt, man kann auch auf die Stadtautobahn fahren, man kann auf der Landstraße entspannt mit dem Verkehr mitfließen. Einfach das Konzept vom Ray ist durchdacht, muss ich wirklich nochmal sagen. Bravo Ray, dafür, dass ihr erst 3 Jahre alt seid, wirklich schon ein sehr kompetitives Fahrzeug auf den Markt gebracht. In der Schweiz, von was für einem Preis reden wir da? Die Basisversion in Weiß, wie sie dasteht, mit 1,8 Ladegerät, wo die keine Typ-2-Buchse hat, sprechen wir von 9.990 Franken. Das ist inklusive Mehrwertsteuer. Und die voll ausgestattete Version mit Schnellladesystem mit der Typ-2-Buchse, auch in Weiß, sind wir dann bei 10.990. Okay. Okay. Ja, also Preis stellen wir einfach mal so in den Raum, das zahlt man für einen Ray. Michel, willst du noch irgendwas sagen zum Ray, zu unserer Tour, irgendwas, was ich noch vergessen habe, was du noch anbringen willst? Hat es dir gefallen? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Du hast vorhin noch was geredet von einem Gasthaus, das vielleicht offen hat, jetzt noch für ein schnelles Essen. Das brauche ich jetzt dann, ja. Okay, na, ich glaube, dann werden wir das gleich machen. Wir haben noch genügend Saft in den Akkus, das heißt, wir können doch entspannt hinkluzen. Ohne zu laden. Ja, genau. Sehr gut, dann Michi, will ich mich schon mal bei dir bedanken. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Nur noch eins, ganz ein kleines Detail. Wirklich, kommt das Fahrzeug testen, auch in Deutschland, in Österreich. Das ist wirklich eine geile Sache. Ja. Man muss es wirklich erfahren, wie man so schön sagt. Aber dann bedanke ich mich nochmal bei dir, Michi, auch bei dir, Oscar, hinter der Kamera. Sollte nicht vergessen werden. Und
dann schreibt es natürlich noch in die Kommentare, was ihr vom Ray 7.7 haltet. Natürlich ein neuer Player-Markt, vielleicht seid ihr ihn ja schon Probe gefahren, würde mich interessieren. Und dann lasst mir noch einen Daumen hoch, würde mich natürlich auch freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss, tschüss. Servus und Baba. Servus.